Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zu der Lektion Nummer 7 unseres Deutschkurses B2. Heute geht es um Wortschatz B2 und um Sprachtraining. Wir trainieren heute flüssig, schnell und viel auf Deutsch zu sprechen. So, Wortschatz B2. Und wir sprechen heute über die Wohnformen. Das ist die Aufgabe. Sprechen Sie circa eine Minute lang über eine Wohnform. Sprechen Sie möglichst frei. Die Stichwörter sollten Ihnen helfen. Achten Sie nicht auf die Grammatik. Benutze gerne die Redemittel aus der Lektion 2. Meinung äußern. So, ich erkläre nochmal die Aufgabe. Wir sprechen heute über die Wohnformen. Ich werde dir Karten zeigen. Foto mit Stichpunkten zu dieser Wohnform. Zum Beispiel Wohnwagen. Und du solltest circa eine Minute, ich werde auf die Uhr schauen, circa eine Minute frei sprechen zu diesem Thema, zu dieser Wohnform. Und ich muss dir sofort sagen, dass am Anfang für dich diese Aufgabe sehr schwer wird. Du findest nicht die Wörter, du findest keine Idee, was du sagen solltest und so weiter. Aber wie meine Praxis, meine Erfahrung zeigt, dass mit der Zeit, immer nach der nächsten Aufgabe, wirst du immer fitter und viel, viel besser als am Anfang. Also keine Angst, du trainierst zusammen mit mir. Ich zeige dir ein Beispiel, wie das ungefähr aussehen sollte. Also wir bekommen jetzt eine Folie mit einem Foto und Stichpunkten und ich spreche einfach frei und sozusagen unvorbereitet zu diesem Thema. Und ich kann auch Vorteile, Nachteile nennen. Ich kann auch über meine Erfahrungen sprechen. Also ich sage jetzt alles, was mir im Moment in den Kopf kommt. Egal, vielleicht ist das auch Quatsch, was ich sage. Hauptsache, ich spreche Deutsch. So, und diese Übung wird dir auch weiterhin helfen. Also schau bitte jetzt mein Beispiel dir an. Und danach bist du gefragt und bist du aktiv. Los geht's. Und ich schaue auf die Uhr. Mein Wort ist Wohnwagen. Die Stichwörter sind Anhänger für Auto, Schlaf, Kochgelegenheit, preiswerte Urlaubsorte. So, ich beginne. Wir persönlich, unsere Familie, haben keinen Wohnwagen. Wir gehen aber sehr gerne campen und auf den Campingplätzen habe ich oft Wohnwägen gesehen. Die Wohnwägen, das sind kleine Anhänger für das Auto und man kann damit überall in den Urlaub fahren. Wenn man reinschaut in so einen Wohnwagen, dann sieht man dort kleine Schlafmöglichkeit und ganz kleine Kochmöglichkeit. Da kann man kochen und schlafen und sehr, sehr wenig Platz ist da drin. Und was aber schön ist, dass man mit Wohnwagen verschiedene preiswerte Ferienorte besuchen kann. Man kann nach Italien fahren oder auch in Deutschland bleiben und für wenig Geld sich dort Urlaub machen. Und man spart sich dabei Hotel und Übernachtung und zum Beispiel Restaurant. So, jetzt schaue ich gerade auf die Uhr. Ich habe ungefähr eine Minute gesprochen. Ich wollte aber viel, viel mehr sagen. Ich wollte noch Vorteile und Nachteile von Wohnwagen nennen. So würde ich das sagen, zum Beispiel. Wohnwägen zu haben, haben auch
Vorteile und Nachteile. Zum Beispiel ein Nachteil vom Wohnwagen ist, dass mit der Zeit der Motor von dem Auto auch kaputt geht, weil er so schwere Last transportieren muss. Und noch ein Nachteil davon ist, dass dieser Wohnwagen sehr viel Platz nimmt, wenn du zum Beispiel dein eigenes Haus hast. Und dann reduziert plötzlich die Fläche, die du zur Verfügung hast. Und noch ein Nachteil davon ist, dass man auch viel Geld fürs Parken bezahlt, falls man diesen Wohnwagen nicht bei sich zu Hause abstellen muss. Und so sammeln sich die Gebühren aufs Jahr verteilt auf die höhere Summe und man soll sich überlegen, ob man sich einen Wohnwagen kaufen soll oder nicht, weil das auch etwas mit Kosten zu tun hat. So, nun siehst du, dass ich auch sehr, sehr langsam spreche und mir auch viel Gedanken mache, wie ich was sage. Und ich würde dich bitten, dass du jetzt dich aktivierst und genauso wie ich zu einer Wohnform sprichst. Und es ist ganz egal, welche Fehler du machst. Ob du Artikel vergisst, ob du die Wortfolge vergisst, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Wir trainieren jetzt dein Sprechen und wir trainieren jetzt Wortschatz, diese Stichpunkte, die du auf den Kärtchen siehst. Und ich möchte auch, dass du das aktiv benutzt. Ja, wenn wir was aktiv benutzen, dann bleibt es bei uns. Wenn wir das passiv benutzen, bleibt es einfach weg. Gut. So, dann beginnen wir. Ich lese dir vor, dein Wort ist Ökohaus. Gesunde Baumaterialien, Strom aus Solarzellen, optimale Isolierung. So, jetzt sprich bitte 1 Minute lang darüber. Gut, vielen Dank, das reicht. So, wie fandest du diese erste Aufgabe? Vielleicht war das Thema Ökohaus nicht gerade das leichteste Thema für dich. So, und nun geht es weiter. Mach dich bereit. Dein Wort ist Reihenhaus. Siedlung am Stadtrand, meist zweistöckig, keine individuelle Form. So, jetzt hast du 1 Minute Zeit. Bitte sprich frei darüber. Gut, vielen Dank. So,
Wie war diese Aufgabe? Nicht leicht, oder? So, dann geht es weiter. Apartment. Das ist ein Wort für Singles, Einzimmerwohnung und das hat eine Kochecke. So, jetzt hast du wieder eine Minute Zeit. Bitte fange an zu sprechen. Gut, vielen Dank. Wie war jetzt dieses Wort? War das schwer für dich? Gut. So, deine Meinung schreibst du bitte mir in die Kommentare. Nun geht es weiter. So, dann gibt es Wort Iglu. Also dieses Foto, das ist ein Iglu. Deine Stichwörter oder Stichpunkte sind Touristenattraktion, arktische Region, Haus aus Schnee. So, bitte fange an, über Iglu zu sprechen. Gut, vielen Dank. So, dein nächstes Wort ist Hochhaus. Mehrere Stockwerke, anonymes Wohnen und Ausblick auf Umgebung. Bitte sprich eine Minute lang darüber. Gut, vielen Dank. So, nun, wie war diese Aufgabe für dich? Ich würde gerne wissen von dir, wie du die Aufgabe wahrgenommen hast. War das für dich schwierig oder konntest du das leicht bewältigen? So, diese Übung ist sehr, sehr gut, wenn du Probleme beim Sprechen hast. Und immer wenn du das merkst, dass du auf dem Schlauch stehst und dass es so schwer für dich reinzukommen, zum Sprechen reinzukommen, dann solltest du diese Übung trainieren und mehrere Male wiederholen. So, meine Aufgabe für dich wäre hier. So, jetzt ist die Aufgabe für dich. Suchen Sie im Internet nach einer Wohnform.
Schreiben Sie Stichpunkte dazu und sprechen Sie darüber ein, zwei Minuten. Zum Beispiel, du suchst oder recherchierst im Internet nach dem Reihenhaus. Was ist das? Wann wurde das erstmal gebaut? Wurde das jetzt gut angenommen in Deutschland? Ist es verbreitet oder ist das selten? Und so weiter. Und darüber schreibst du dir auf dem Zettel Stichpunkte und bereitest eine mini einminütige Präsentation vor und erzählst einfach frei darüber, was du gerade gelesen hast. Diese Übung hilft dir, neue Informationen weiterzugeben und dann deine neu gelernte Wörter wieder zu aktivieren. Und das ist sehr wichtig. Wenn du die Option 2 bei mir gebucht hast mit der Prüfungsaufgaben Korrekturen, dann schicke mir bitte deine Sprachnachricht mit deiner Recherche, mit deiner Meinung, mit deinem kleinen Vortrag als Sprachnachricht, und zwar per Facebook, Instagram oder auf der russischen Seite ВКонтакте und Одноклассники. Wenn du sagst, ich möchte keine Sprachnachricht hinterlassen, dann schreibe mir bitte per E-Mail alle Informationen, deinen Vortrag, also schriftlich. Dann schickst du mir einfach deinen Vortrag schriftlich und ich werde das korrigieren. Also bei der Option 2. Und bei der Option 1 schaust du dieses Video noch einmal von vorne an und versuchst jetzt nochmal diese Folien bei denen durchzusprechen. Wieder Folie 1, Folie 2, Folie 3 und so weiter. Und du wirst es sehen, dass du nach der letzten Folie schon ein kleiner Stück flüssiger geworden bist. Und das kommt davor, weil du einfach frei sprichst. Und es ist egal, dass du nur einfach mit dir selbst sprichst. So, ich hoffe, es hat dir gefallen, mein Video, und ich würde mich sehr über deine Kommentare freuen und ich warte auf deine Hausaufgaben. Bin gespannt, was du sagst. So, und wir sehen uns bei der nächsten Lektion wieder. Tschüss!